Wir feiern wieder einmal ein Jubiläum. Den zweiten Geburtstag. Genau. Und es sind drei Dinge, die wir feststellen können. Das erste, die Geburtstagsfeier ist verspätet. Ja, ja, nur um 2 Wochen. Nur um 2 Wochen. Es gab da eine Frage mit 52 oder 53 Wochen pro Jahr. Das war ein Missverständnis. Ja. Ein großes. Also wie immer haben wir recht, es sind 53 Wochen jeweils. Und der Kalender täuscht sich. Die zweite Feststellung, das Feuerwerk ist dasselbe wie im letzten Jahr. Ja, wir konnten uns kein zweites leisten. Richtig. Das heißt, in unserer Umgebung wird seit Corona kein Feuerwerk mehr durchgeführt. He? Ja, oder nur ganz, ganz selten. Oder ja, von Privaten werden so Raketen gezündet. Genau. Einerseits war es Corona und dann die CO2-Emissionen, die man sparen wollte. Genau. Und dann auch noch das große Argument der Haustiere, die immer sehr erschrecken, ja, und verängstigt sind. Es gibt auch Gemeinden, die haben es ganz verboten. Ja, bei uns in der Schweiz. Ja, bei uns, ja. Und die dritte Feststellung, die wir machen können, ist, es gab beim ersten Geburtstag Lachsbrötchen und Champagner. Ja, da waren wir noch sehr optimistisch. Beim zweiten Geburtstag gab es Sandwich und kalten Kaffee. Wir sind ein bisschen abgestürzt. Wir wurden der Realität zugeführt. Aber es war ein gutes Sandwich. Ja, ja. Ja, unsere Besucherzahlen sind so um die 50 pro Episode. Ja. Und wenn man betrachtet, es gibt 8 Milliarden Menschen, schon fast 9 auf diesem Planeten, und gerade mal 50 das ist doch können sich überwinden, unsere Episoden anzuschauen. Das ist doch sehr bescheiden. Das ist eigentlich eine schallende Ohrfeige. Da kann man zwei Dinge ableiten. Das eine ist, wir sind wahrscheinlich genial. Wir sind die Ersten und Einzigen, die solche Spitzenaufnahmen von so kleinen Insekten so groß abbilden können. Weltweit sind wir die Ersten und Einzigen. Im Film, vor allem im Film. Ja. Foto gibt es schon, aber ja, im Film gibt es nicht viel. Also wir sind Weltspitze und wir sind phänomenal. Man könnte sich auch anders überlegen. Wir sind strohdumm. Oder ganz einfach ein bisschen verrückt. Und dämlich. Nein, nein. Wir machen etwas, das kein Mensch interessiert eigentlich. Ja. Also nur gerade 50 Personen interessiert. Gut, aber Insekten sind einfach nicht beliebt bei den Menschen. Ja, und was mich erstaunt hat, ich habe ja auch heute Morgen noch mit chinesischen Stichwörtern gesucht. Ja. Makrofilme, Makroinsekten, Insektenmakro. Und ich habe außer ein paar jämmerlichen Shorts und Trickfilmen habe ich nichts gefunden, auch in China. Und das sind doch grosse Insektenfresser, oder? Ja, ich glaube, ja gut, sie essen sowieso fast alles. Ja, sie essen fast alles. Also auch da gab es nichts und Japanisch auch nicht. Und im Englischen auch nicht, Amerikanisch. Ja, sie sind einfach nicht beliebt. Sie sind überhaupt nicht beliebt. Und das eigentlich nur wegen ein paar wenigen Insekten, die uns belästigen, oder? Stubenfliegen, Zecken, Mücken. Ja. Stechfliegen gibt es noch, vereinzelt, aber auch sehr selten. Ja. Ich glaube auch, dass niemand die Geduld aufbringt, Insekten zu filmen. Ja. Weil wir brauchen schon sehr viel Geduld. Ja, Geduld, Zeit. Ja. Es ist auch eine finanzielle Aufwendung. Auch, ja. Wobei, wenn man das rechnet über diese
20 Jahre, die wir filmen. Wir haben unsere Ferien, unsere ganze Freizeit damit verbracht. Ja, wir haben dort sehr viel Zeit investiert. Ja, wir hatten immer sehr viel Spaß und waren immer mit einer stolz geschwängerten Brust unterwegs, weil wir gute Bilder erhascht haben. Ja, ja. Und wir haben die Ferien eigentlich eingespart und sind nicht in der Welt herumgeflogen. Ja. Waren auch CO2-arm unterwegs. Genau, unsere CO2-Bilanz ist gut. Ja. Unsere Hotspots zum Filmen sind immer in der Nähe, so 2-3 Kilometer. Ja. Ja, was will man sagen? Das Interesse ist wirklich klein. Und es ist vermutlich auch so, wenn Klein-Udo zufälligerweise auf unsere Seite kommt, der sieht unsere 3 mm große Fliege auf dem Bildschirm groß abgebildet, dann sagt er nur, eine Fliege, ich hasse Fliegen. Und schon ist sie nach 20 Sekunden wieder verschwunden. Ja, ja. Oder? Ja. Nein, also, sie sind nicht beliebt bei den Menschen. Ja. Obschon sie ja wirklich wichtig sind für die Menschheit, die Insekten. Absolut. Weil ohne Insekten werden wir ganz große Probleme haben. Wir werden ganz einfach nicht überleben ohne Insekten. Ja. Es sind nicht nur die Bestäubungen, die weltweit wichtig sind. Nein, es ist auch die Abfallverwertung. Richtig, also wir könnten schon heute ohne Insekten in meterhohem Kot warten auf diesem Planeten. Aber das ist den meisten Menschen nicht wirklich bewusst. Bewusst vielleicht schon, aber sie sehen das nicht als primäre Gefahr, weil ja, die Insekten sind einfach nur lästig, oder? Ja, oder sie denken, die Technik wird dann alles lösen. Ja. Die KI. Die KI, genau. Apropos KI. In ein paar Jahren wird man Insektenfilme in ein paar Minuten herstellen können, auf Knopfdruck. Man sagt der KI, mache mir einen realistischen Insektenfilm, zeige darin dies und das. Und die KI wird das machen. Und es wird super gut aussehen, super scharf. Ja, die Tiefenschärfe wird enorm gut sein. Ja. Und was macht die KI, um die Insekten realistisch abbilden zu können? Die Bewegungen und das Verhalten, wird sie unsere Filme als Vorbild nehmen? Wahrscheinlich, ja. Weil wir die ersten und einzigen Dummen sind, die so etwas liefern. Und dann ist werden, doch gut. Ja, dann werden die Zuschauer werden sagen, schau mal, Christoph und Elisabeth, die sind so dumm, sie haben so schlechte Filme gemacht und die KI macht so etwas Tolles auf Knopfdruck. Oder? Ja. Also wir sind schon heute Geschichte. Genau. Wir haben unser Narrativ gefunden. Ja, Fotografen, Makrofotografen gibt es sehr viele, auch sehr erfolgreiche auf YouTube, habe ich gesehen, 130.000 Abonnenten und mehr und Tausende von Besuchern innerhalb von wenigen Tagen. Aber das sind mehr solche, die Geräte beurteilen, oder? Die Fotoapparate vorstellen und die Technik vorstellen. Richtig. Also in meinen Augen sind es Ego-Shooter, sind es sehr viele Ego-Shooter. Also wenn man sich die Filme anschaut, dann zeigen sie sehr wenige Fotos, oftmals noch in mieser Qualität, also ungenügender Qualität, aber sie filmen sich selbst, also 99% vom Film filmen sie sich selbst. Also sie sind das Wichtigste bei der Makrofotografie. Ja. Sie sind Selbstdarsteller. Ja, und vor allem sie bearbeiten die Bilder sehr stark, oder? Ja, meistens. Genau. Und das ist dann ein großer Aufwand. Darum haben sie am Ende nur 2-3 Bilder, die sie zeigen. Ja, weil sie alles korrigieren müssen. Ja. Gut, es gibt ein paar Ausnahmen, das muss man schon sagen. Die richtig gute
Bilder machen, auch mit Photoshop und Fotostacking. Und ja, aber das ist fast nachher eine Kunst, oder? Das ist Fotokunst. Ja. Das hat mit Fotografieren nur noch am Rande zu tun, ja, eigentlich. Ja. Sie könnten auch irgendein Bild nehmen und dies umformen, ja, in irgendetwas anderes. Also. Es geht Ihnen eben eigentlich um die Fotografie. Bei uns geht es eigentlich um das Leben der Insekten. Richtig. Und nicht die Fotografie, also der Film selber, wie das gemacht wird, ist im Vordergrund. Sondern ja, also das Insekt selber. Bei uns, ja. Bei uns ist das Insekt im Vordergrund, ja, also unsere Schauspieler. Ja. Und bei den Makrofotografen ist die Persönlichkeit und die Ausrüstung im Vordergrund. Ja. Und ja, früher hatte man auf dem Wochenmarkt die Marktschreier, die eine Pfanne verkauft haben, nur heute 20%, nur bei ja, mir, genau, nur in dieser ja, halben Stunde. Und noch eine halbe Flasche Putzmittel dazu. Und das ist noch lange nichts alles, es gibt noch einen Topflappen. Und die Menschen versammelten sich vor diesen Marktschreiern, ich habe denen gerne zugehört. Ja, das war immer spannend. Das war spannend, ja. Und man hat immer das Gefühl gehabt, jetzt muss ich etwas kaufen. Ja, und das ist eine gute Sache. Bis zu Hause die Ernüchterung kam. Ja. Das ist wie beim Teleshopping, oder? Du hast immer das Gefühl, jetzt musst du kaufen. Genau, ja. Das ist die modernere Form, das Teleshopping, ja. Homeshopping. Und jetzt auch im YouTube. Also es gibt viele, die verkaufen einfach Produkte. Ja. Also da habe ich einen gesehen, mit tränenfeuchten Augen, vor lauter Freude und Begeisterung ist er fast zerflossen und hat da sein Blitzgerät vorgestellt. Und zufälligerweise gab es unten einen Link, wo man das bestellen konnte. Ganz zufällig. Ja, er war derart begeistert. Also ich bin fast unter den Tisch gerutscht vor lauter Staunen. Und in der Praxis hat er das dann nie genutzt. Schon eigenartig. Ja. Also Produkte werden in den Himmel gelobt, aber in der Praxis nie eingesetzt. Ja, das ist das neue Werbemodell, oder? Ja. Das gehört dazu heutzutage. Ja. Ja. Es hat auch seine Berechtigung, nehme ich an. Also jemand kann damit Geld verdienen und seinen Lebensunterhalt bestreiten und der Aufwand, solche Filme zu machen, ist ja auch nicht zu geringschätzen, nein, oder? Nein. Ja, aber man muss einfach aufpassen, wenn sie von einer Firma bezahlt sind, wie objektiv dann wirklich die Beurteilung ist. Ja, sie sind immer alle objektiv. Okay. Sie erhalten das Produkt zwar, aber sie bleiben objektiv. Ja, genau. Ja. Sie nutzen es dann in der Praxis einfach nicht. Ja. Ja. Wie weiter? Das ist eine gute Frage, ja. Wollen wir weiterhin unsere Dummheit öffentlich zur Schau stellen? Ja, wir haben noch viele Filme von diesem Jahr vor allem. Ja, von diesem Jahr haben wir fast noch nichts publiziert. Nein. Und es sind fantastische Bilder zum Teil. Ja, sind dann schöne Bilder und vor allem auch Insekten, die wir noch nie publiziert haben. Wir haben ein paar neue gefunden noch. Ja. Ich denke, wir werden ganz einfach aus zwei Gründen werden wir das weiterführen, wegen den 50 Besuchern, die sich dafür noch motivieren können. Genau. Und vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste, weil es uns nach wie vor, auch nach 20 Jahren, immer noch so viel Freude bereitet. Ja, es hat uns immer viel Freude gemacht. Ja. Es ist für uns eine sehr angenehme Beschäftigung. Ja. Es ist sehr interessant, man lernt immer wieder etwas, sei es in der Technik, mit der Fotoausrüstung. Man muss immer wieder überlegen, machen wir irgendetwas falsch, kann man etwas verbessern, kann man noch genauer werden. Und die Bilder anzusehen, schon beim das Glücksgefühl, wenn man
irgendein neues Insekt sieht, das sich irgendwie komisch bewegt oder verhält. Oder ja, was mir auch noch einfällt, es ist eigentlich auch ein Zeitzeugnis von unseren Aufnahmen, oder? Welche Insekten leben bei uns in der Umgebung? Ja, ja. Eine kleine Bestandesaufnahme, ja, an unseren Biotopen. Finde noch wichtig, vielleicht wird das einmal benutzt, ich weiß es nicht. Ich denke, dass einzelne Forscher, also ganz erfolglos sind wir diesbezüglich ja nicht. Unsere Filme wurden schon von diversen Fernsehsendern verwendet, also Teile davon, ja, Ausschnitte davon. Es in wissenschaftlichen Publikationen wurden unsere Beiträge auch schon verwendet. Ja, genau. Ja. Vor kurzem hat mich ein Museum angefragt, ob sie diesen oder jenen Film nutzen dürfen in ihrer Sonderausstellung. Ja. Wir hätten ihn ja auch schon beim anderen Museum bewilligt. Und klar machen wir das. Online-Zeitungen, Bild zum Beispiel, hat auch schon von uns einen Beitrag bekommen. Das war noch überraschend und schön. Er hat mich gefragt, der Redaktor, was wir verlangen für das Publizieren, mhm, in ihrer Online-Zeitschrift. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nichts, das ist gratis, er kann das nutzen, wie er will. Er, ja, kann auch unsere Logo rausstreichen und er kann es verändern, er soll es einfach nutzen. Er war sicher überrascht. Ja, er hat mir gesagt, in seiner 30-jährigen Karriere bei den Bild-Zeitungen ist ja nicht ein Niemand. Ja. Sei ihm das noch nie geschehen, dass ihm jemand etwas gratis und so freizügig gegeben habe. Auch das war für mich, ich habe mich richtig gefreut darüber, ja, ja, dass man etwas Positives tun können, ja, kann mit diesen Aufnahmen. Ja. Ja. Also wir werden weiterhin ein paar Folgen publizieren, aber vielleicht nicht mehr in diesem Rhythmus. Oder? Ja, vielleicht nicht mehr so regelmäßig. Ja. Ja. So wie es uns einfach gerade gefällt. Ja, also ich freue mich schon wieder darauf, die neuen Filme zu schneiden, ja, ja, die schönen Bilder zu es sehen. Es gibt ein paar schöne, wirklich. Und wir sind auch immer stolz, wenn wir sie publizieren. Ja, ja. Finde ich auch. Wir sind, ja. Ich denke, wir sind die ersten Besucher, die sie dann online wieder anschauen. Ja, gut. Und wir danken auch allen herzlich, die unsere Filme angeschaut haben bis, ja, jetzt. Wir hoffen, sie haben auch ein Prozentsatz Freude, den wir haben, platzen sie fast vor Freude, wenn, ja, sie nur einen kleinen Prozentsatz von dem von unseren haben. Würde ich auch sagen, ja. Ja, ja, mit großem Dank an die Zuschauer und an den großen Dank, wenn es mal einen Kommentator gibt, einen Kommentar darunter und oder einen Daumen hoch. Genau, das freut uns natürlich auch immer ganz besonders. Ja. Und tja, bis später. Bis dann.